Die Ausstellung Mel Ramos wurde im Ludwig-Museum Koblenz mit einer Feierstunde eröffnet. Noch bis zum 17. Mai zeigt das Museum im Deutschherrenhaus einen umfangreichen Querschnitt von Mel Ramos Druckgrafiken sowie einige Gemälde und Skulpturen, die zu den bekanntesten Werken der Pop-Art zählen. Der Künstler Mel Ramos gilt als Legende der Pop-Art. Ende der 50er Jahre malte er die ersten Comicfiguren wie Batman und Superman. Dank der Unterstützung von vielen Leihgebern und Galeristen, allen voran die Wiener Galerie Ernst Hilger, ist damit eine Werkschau gelungen, mit der auch die künstlerische Entwicklung von Ramos dokumentiert wird. Außerdem ist ein 6-minütiger Ausschnitt einer Dokumentation über den Künstler vom Fernsehjournalist Wolfram Kunz Bestandteil der Ausstellung.